Oh, die Löwen. Kenia, wo bist du, Kenia? Toll, jetzt erfahren wir alles über Löwen. Die meisten wilden Löwen leben in Afrika. Obwohl man sie die Könige des Dschungels nennt, leben sie tatsächlich im grasbedeckten Flachland. Auch so geil, einfach die Kronen, ne? Wunderbar. Kenia. Löwen können sehr gut im Dunkeln sehen. Sie jagen deshalb nachts. Wo kann sie denn bloß sein? Schnauze, Löwen, ich will mir die Tipps hier anhören. Knurren, die Infos. Und natürlich brüllen sie auch. Einen brüllenden Löwen kann man bis zu 8 Kilometer weit hören. Oftmals schlafen Löwen bis zu 20 Stunden am Tag. Boah. Löwen sind die einzigen Katzen, die in Gruppen, sogenannten Rudeln, zusammenleben. Löwenbabys werden oft auch als Junge bezeichnet. Ja, das ist jetzt nichts Neues. Neugeborene Löwenjunge können weder laufen noch sehen. Und sie wiegen nur knapp über 2 Kilo. Wo kann sie denn bloß sein? Löwenjunge haben anfangs ein sehr fleckiges Fell, aber schon nach wenigen Monaten besitzen sie die Haarfarbe ihrer Eltern. Die meisten wilden Löwen leben in Afrika. Okay. Wohnt hier Kenia das Löwenmädchen? Ja, aber wir können sie nirgends finden. Seit Sonnenaufgang haben wir sie nicht mehr gesehen. Leo und ich sind sehr in Sorge. Vielleicht schaffe ich es, sie zu finden. Oh, Töff, Töff. Darüber wären Leona und ich sehr, sehr froh. Ja, wir vermissen unser Kleines so sehr. Sobald ich sie gefunden habe, schicke ich sie nach Hause. Oh, danke schön. Die haben jetzt nicht im Ernst die Löwen Leon und Leona genannt. Warum ist er elektrisch, der Busch? Wait a second. Wenn wir nur wüssten, wo sie steckt. Ja, oh. Ich habe Riesenangst vor der Maus. Da ist ja Jumbo. Hilf mir, bitte hilf mir. Ich werde von einer Riesenmaus bedroht. Eine Riesenmaus? Ja, die hat mich ganz doll erschreckt. Kannst du mich retten? Bitte. Ich werd's versuchen. Komm, 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 kleine Maus! Hopp, weg mit dir! Also, ich glaube, ich muss mir etwas anderes ausdenken, damit die Maus verschwindet. Bitte mal so schnell du kannst! Maus hat keine Lust. Huch! Was für ein spannendes Rennen! Weg da, los! Es ist so wild, dass man einfach alles anklicken warte kann. Auf mich. Das ist schon. Also. Oh, weil Straußen nicht fliegen können. Okay. Den beiden widmen wir uns später. Ich habe schon eine Idee, was wir machen könnten, aber. Wer weiß, wozu ich die Schaufel gebrauchen kann. Ich werde sie mir ausleihen. Ich liebe diese Station, oder beziehungsweise ich habe sie auch damals geliebt. Zuerst müssen wir eine Farbe aussuchen. Was machen wir denn jetzt? Wahnsinn! Ich probiere mal eine andere Farbe aus. Das wird bestimmt lustig. Stark! Knallgrün! Yes. Meine Lieblingsfarbe. Toll aus. Sich selber anmalen macht Spaß. Oh, ob das so gut ist für die Kinder, die das Spiel gespielt haben? Ob da nicht ein paar Eltern gedacht haben, oh, die verklage ich für die Aussage? Hier steht Farbenlager. Ich würde ihn ja gern anmalen können. Aber okay, wir haben die Schaufel bekommen. Damit kann ich die Maus nicht verjagen. Kann ich die fotografieren? Davon mache ich ein Foto. Ja. Wir festhalten, wie er Angst hat.
Wunderbar. Okay. Wir gehen erstmal zurück. Wir schauen uns erstmal in Ruhe um. Und schauen erstmal, wo die Kinder festsitzen, wer Kinder vermisst, würde ich sagen. Alles zu seiner Zeit. Okay. Oh. Hey, du! Wie wär's mit einem kleinen Tierspiel? Oh, ja klar. Hast noch viel zu tun, Kumpel. Möchtest du, dass das Spiel einfach, mittel oder schwer wird? Ich sag mal so, das letzte Mal, als wir es schwer genommen haben, sind wir ziemlich auf die Schnauze gefallen, aber wir machen es trotzdem. Hey, klasse! Bist du für dieses Level wirklich alt genug? Schon gut, schon gut. War nur ein Witz. Ich weiß gar nicht, was wir machen müssen. Runde Fange 22. 9 Nashörner und 10 Flamingos und 8 Gazellen. Meere, Meere, Meere. Meere, Meere, Meere. Das ist so gut. Meere, Meere, Meere. Meere, Meere, Meere. Meere, Meere, Meere. Oh. Meere, Meere, Meere. I don't know. Es ist einfach nur gut. Nein, ich brauche gar keine mehr. Meere, Meere, Meere. Meere, Meere, Meere. Meere, Meere, Meere. Meere, Meere, Meere. Dich brauche ich nicht mehr. Dich auch nicht. Meere, Meere, Meere. Hier kann so schnell keiner was vormachen. Yes. Runde 23. Finde ich jetzt gleich mal 6. Zebras und 6 Pfauen und 10 Geparden. Boah, okay. Hey, erwischt! Er verliert seine Punkte. Oh, hey, erwischt! Oh. I love it. Oh, hübsch. Ally! Hey, erwischt! Okay, wir brauchen keine Pawn mehr. Nein. Hey, erwischt! Hey, erwischt! Hey, erwischt! Okay, nur noch Geparden. Hey, erwischt. Nein, ich wollte ihn anklicken. Das war absolut fantastisch, Mann. Finde 10 Flamingos und 9 Geparden und 6 Gazellen. Okay. Hey. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das ewig so weiterläuft oder ob man irgendwann dann durch ist. Also wenn wir nach der Runde immer noch nichts erreicht haben, dann mache ich, glaube ich, einfach mal auf Ende. Leistung, Kumpel. Yes. Nee, jetzt ist aber mal gut. Fange 7 Nashörner und 10 Zebras. Ja, und ja, ja. 5 Pfauen. Ich könnte das den ganzen Tag machen, Willst aber dann noch irgendwie nicht. Aufhören? Ja, schon. Ich hoffe, du besuchst uns mal wieder. Ja, irgendwann bestimmt. Hier steht Wasserstelle. Okay.
Ihr müsst euch einfach gerade überlegen, jeder einzelne dieser Ameisenhügel hat eine andere Animation. Tschüss. Das ist einfach nur fantastisch. Oh. Jumbo, mein kleiner Jumbo, wo bist du? Ja! Hier erfahren wir alles über Elefanten. Afrikanische Elefanten leben in freier Wildbahn in Afrika. In Asien leben die indischen Elefanten. Elefanten fressen am liebsten Gras, Blätter, Früchte oder Zweige. Sie fressen jeden Tag mehr als 200 Kilo davon. Und jedes Mal, wenn sie Durst haben, trinken sie bis zu 150 Liter Wasser. What? Krass. Elefanten sind die schwersten Landtiere der Welt. Sie wiegen bis zu 2700 Kilo. Elefanten fühlen sich in ihrer Familie am wohlsten. So eine Familie nennt man auch Herde. Elefanten lieben das Wasser und baden bis zu viermal am Tag. Dabei machen sie sich sauber und kühlen sich gleichzeitig. Elefanten wälzen sich oft in Schlamm und Staub, um ihre Haut vor Insektenstichen zu schützen. Elefantenbabys werden auch Kälber genannt. Bei der Geburt sind sie etwa einen Meter groß und sind 90 Kilo schwer. Afrikanische Elefanten leben in freier Wildbahn in Afrika. Weint sie oder tropft sie? Oh nein, sie weint. Entschuldigen Sie, sind Sie Jumbos Mutter? Ja, mein Kleiner, das bin ich. Stellen Sie sich vor, ich habe ihn gefunden. Oh, ist das wahr? Ach, ich freue mich so. Wo ist er? Er ist ganz in der Nähe und ich kann ihm bestimmt helfen. Du schaffst es bestimmt. Das weiß ich ganz genau. Viel Glück, Töff-Töff. Danke. Sie könnte auf keinen Fall auf die Maus einfach drauftreten, ne? Oh. Hey, du bist bestimmt Ronja Robbe. Was ist passiert? Ich habe hier so schön im Wasser gespielt. Und dann ist auf einmal das Stautor zugegangen. Jetzt sitze ich hier fest. Vielleicht kann ich dir helfen. Au, ja! Wenn wir es schaffen, den Staudamm zu öffnen, dann kannst du bestimmt nach Hause schwimmen. Klar könnte ich das. Ich bin doch eine super Spitzen-Weltklasse-Schwimmerin. Okay, dafür brauchen wir aber einen Schraubenschlüssel hierfür, oder wie auch immer man das Tool nennt. Ich brauche etwas, womit ich das Tor öffnen kann. Ja. Hier steht Staudamm. Okay. Hoffentlich kannst du das Tor bald öffnen. Ja, hoffe ich auch. Oh Gott. Okay, gut. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir eventuell dem ersten Kind schon helfen können, und zwar dem Elefanten, denn vielleicht können wir mit der Maus verhandeln, indem wir ihr ein paar Käsecracker rüberschieben. Klingt das nach einem Plan oder klingt das nach einem Plan? Ich finde, das klingt machbar. Eigentlich verhandelt man ja nicht mit Verbrechern. Komm her, du kleine Maus. Ich meine natürlich, du große, schreckliche Maus. Oh, danke, Töff-Töff. Du hast mich gerettet. Ach was, Jumbo. Das war doch gar nicht so schlimm. Jetzt lauf aber schnell nach Hause zu deiner Mami. Mami? Mami? Mami! Jumbo kommt wieder nach Hause! Ja, aber gerade sagen, falsche Richtung. Ich muss noch 5 Tiere retten, bevor der Zoo eröffnet werden kann. Ja, kriegen wir noch hin. Diesen Tieren muss ich helfen. Masai, die Giraffe. Ja, das wissen wir. Aber wo wir jetzt gerade schon mal in der Ecke sind, können wir nochmal schön einen anderen Anstrich mitnehmen, oder? Orange! Super klasse! Ich glaube, in die Ecke kommen wir sonst gar nicht mehr.
Oh, aber orange ist es, glaube ich, nicht. Ich sehe toll aus. Ja, das denkst du? Das war echt klasse. Aber gelb ist, glaube ich, besser. Gelb? Wenn man jetzt noch mischen könnte. Oh, das ist aber ein schmutziges Gelb, oder? Oder sieht es nur so aus? Sich selber anmalen macht Spaß. Naja, wir lassen es mal. Auch wenn es ein bisschen dreckiges Gelb ist. So. Dann haben wir uns im Grasland umgeschaut. Und dann schauen wir mal in ein anderes Gebiet. Und was wir da noch so finden. Gehen wir ins Eisland.